Ja, brutal. Das ist einfach so ärgerlich, weil wir alles investiert haben, 100% gegeben haben und trotzdem haben wir wieder 4 Gegentore zu Hause bekommen. Das ist einfach zu viel. Aber heute kann man den Jungs nichts vorwerfen. Wir haben alles reingehauen. Erstmal richtig geiler Support auch von den Fans. Auch mal ein riesen Dankeschön. Ja, schade, dass wir uns nicht belohnen konnten. Ich bin natürlich mega glücklich über den Ausgang des Spiels. War, glaube ich, das, was ich hier letztes Jahr mehrmals erleben durfte mit meistens anderem Ausgang, also für Bocholt. Ich glaube, das war Hünding-Fußball heute von Bocholt, speziell in der ersten Halbzeit. Da haben wir es echt schwer gehabt. Wir haben nicht so die Kontrolle gehabt. Bocholt hat uns nicht hoch angelaufen, aber wir haben, finde ich, zu viele Ballverluste gehabt. Wir haben oft ins Mittelfeld gespielt. Da hat Bocholt dann auf Fehlpässe oder Ballverluste gewartet und wir wussten halt, dass sie jetzt keine Ballbesitzmannschaft sind, sondern eine Umschaltmannschaft. Da waren sie gefährlich. Wir haben viele Standardsituationen zugelassen. In den ersten 3 Minuten gab es schon 3 Ecken und durch Holdak sind sie natürlich da auch brandgefährlich. In der zweiten Halbzeit, glaube ich, hatten wir mehr Kontrolle, hatten wir mehr vom Spiel, mehr Torchancen und hinten raus haben wir dann auch, glaube ich, zum richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht. Ich erinnere nur an das direkte Gegentor, also nach dem 1-1 das 2-1 von Malek. Dann machen wir das 3-2 und dann hat Bocholt alles nach vorne geworfen, wir haben uns in alles reingeworfen, wir haben, finde ich, speziell in der zweiten Halbzeit diesen Fußball, den Bocholt spielt, diese Leidenschaft, diese Hektik, diese Brisanz, die von außen reingetragen wurde, super angenommen, haben uns echt dagegen gestemmt und da machen wir den Konter zum Schluss, ist dann natürlich glücklich, Torwart, alle waren vorne, machen dann das, den Deckel drauf, war dann Schluss und ein sehr emotionales Spiel, das anders wahrscheinlich als andere Spiele zu erklären ist, weil es hier mehr um die Emotionalität, um die Mentalität ging. Und nochmal, erste Halbzeit hat mir das ein bisschen gefehlt, zweite Halbzeit extrem gut. Dann konnten wir auch wieder gut wechseln, haben Qualität reingebracht, muss man einfach sagen. Vor allen Dingen für Mert freut es mich, der sich mit dem Tor belohnt hat, hat extrem gut immer trainiert, hat aber mit Can einen vor sich gehabt. Oder im Moment auch davor, der ist halt, genauso gut macht und im Moment halt spielt. Aber es freut mich halt, wenn sich so Spieler belohnen. Und nochmal, ich bin sehr, sehr stolz, dass wir das hier überstanden haben mit einem Sieg. Und jetzt haben wir ein absolutes Topspiel bei uns im Stadion gegen Borussia Mönchengladbach. Wird ein ganz anderes Spiel. Aber jetzt schnaufen wir erstmal durch und regenerieren. Und dann geht es am Sonntag weiter bei uns im Stadion. Ich habe mit Sunay schon kurz gesprochen. Ich glaube, das ist genau der Fußball, den Bocholt zeigen muss, unabhängig jetzt vom Ergebnis. War wahrscheinlich in den letzten Wochen nicht immer so, aber heute war das so die Mannschaft, die sich letztes Jahr den zweiten Platz erarbeitet, erspielt, erkämpft hat. Und ich glaube, wenn Bocholt weiter so auftritt, auswärts und vor allen Dingen hier, dann werden sie schnell unten rauskommen. Und da drücke ich natürlich auch mit meiner Vergangenheit vom letzten Jahr alle Daumen. Und wünsche euch nur das Allerbeste. Dankeschön. Ja, Dietmar hat es schon gesagt. Also ich glaube, was ich in der ersten Halbzeit ergänzen muss, dass wir in meinen Augen das Spiel auf 2-0 stellen müssen. In der ersten Halbzeit. Du hast da ganz klare Torchancen. Und dann ist es nun mal so, wenn du jetzt unten bist, bei uns geht der Pfosten raus und beim Malek geht der Pfosten rein. Und dann ist halt der Unterschied, wenn du unten stehst und wenn du oben stehst. Ich kann meiner Mannschaft von der ersten Halbzeit, das war genau das, was wir wollten, in der Ordnung, dass wir im Mittelfeld, wenn sie reinspielen, dass wir dann Pressing machen wollen, dass wir die Balleroberung, schnelles Umschaltspiel machen wollen. Das ist uns in der ersten Halbzeit super gelungen. Ja, das Einzige, was wir nicht gemacht haben, ist das Tor. Ja, und wenn du dann, ich glaube, mit einer 1-0 oder 2-0 Pausenführung reingehst, dann gehst du in die zweite Halbzeit ganz anders raus und haben wir uns vergessen, in der ersten Halbzeit zu belohnen. In der zweiten Halbzeit haben wir ein bisschen den Faden verloren, da hat Duisburg auch besser gemacht, ein bisschen mehr Stabilität in ihrem Spiel gebracht und gehen dann 1-0 in Führung. Und wenn wir so überlegen, was wir für Tore machen müssen oder was wir für ein Tor investieren, und dann kommst du zum Ausgleich und ich weiß nicht, gar nicht, 2 Pressschläge und dann kommt eine Flanke und Malek ist auf einmal da. Da müssen wir vielleicht, glaube ich, noch heller wach sein. Da können wir ein bisschen von MSV Duisburg, glaube ich, noch lernen, dass wir sofort wieder umschalten und sofort wieder da sind. Und dann steht es auf 2-2. Und das 3-2, weiß ich nicht, das habe ich jetzt von der Kamera, vom Licht her nicht so gut gesehen, ob wir da den inneren Weg nicht zu machen. Aber ich kann meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen. Das war genau, wie wir es wollten in der ersten Halbzeit, das war schon Maximum, was wir auch spielen können. Ja, nach vorne hin natürlich die Tore zu machen. Und in der zweiten Halbzeit wurde das Spiel hektisch, ein bisschen zerfahren.
Ich glaube auch ein, zwei Schiedsrichterentscheidungen und ich mag es gar nicht darüber zu reden, aber ich weiß nicht, Stoja kriegt rot für den Stupser. Okay, kann er geben, aber ich glaube, der Duisburger Spieler kommt gar nicht an den Ball und versucht ihn, glaube ich, erstmal zu tackeln im Mittelfeld, kriegt ihn nicht und dann von hinten in der Beine. Wenn du beide mit Rot runterstellst, würde ich ja sagen, okay, das ist jetzt einseitig und ich habe auch wirklich im Spiel auch keine gelbe oder rote Karte gefordert. Aber das ist dann halt, wenn du so ein bisschen unten stehst und das Pech hast, ja, und da müssten wir jetzt rauskommen. Ich kann meiner Mannschaft, seitdem ich hier Trainer bin, ist das die beste Halbzeit gewesen, die erste Halbzeit. Und in der zweiten Halbzeit haben wir das Ding ein bisschen aus der Hand gegeben. Aber ich wäre schon gespannt gewesen, wenn wir das Ding auf 1-0 gestellt hätten in der ersten Halbzeit, wie das dann ausgegangen wäre. Aber wir können jetzt uns nur schütteln, wir müssen weitermachen, wir sind genau in der richtigen Spur. Auch wenn das heute vom Ergebnis her nicht stimmt. Aber von der Mentalität, von der Einstellung, von der Ordnung her sind wir genau in der richtigen Spur heute. Und die wollen wir für Samstag beibehalten und konzentriert weiterarbeiten. Dir wünsche ich noch weiterhin viel Glück, bleib gesund und wir werden uns im Rückspiel bestimmt sehen.